Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Smartjogger TV. Wie ihr seht, bin ich dieses Jahr auch mal wieder im Urlaub und damit ist das auch schon die dritte oder vierte Urlaubsausgabe hier bei Smartjogger TV und das Thema ist auch mal wieder die Smartphone-Nutzung im Ausland. Allerdings möchte ich euch in dieser Ausgabe auch ein bisschen mehr bieten. Wir befinden uns hier ja an schönen Orten und deswegen möchte ich euch ein bisschen unterhalten mit schönen Aufnahmen, die ich hier im Urlaub gemacht habe und der informelle Aspekt wird heute mal ein bisschen kürzer gehalten. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Also, wir befinden uns ja hier im EU-Ausland und da haben wir dieses Jahr auch schon eine Folge drüber gemacht. Es gibt immer mehr Auslandstarife, die man im EU-Ausland nutzen kann, die auch bei den normalen Tarifen mit dabei sind. Das weiß man manchmal gar nicht, man muss sich nochmal die Vertragsbedingungen und die Konditionen durchlesen. Oft ist da auch ein kleines oder vielleicht sogar größeres Auslandsvolumen für die EU mit dabei. Zudem sind die Roamingkosten dieses Jahr wirklich tief gesunken. Viele Preise wie SMS, manchmal sogar Anrufkosten sind günstiger als in relativ älteren Verträgen vielleicht auch manchmal. Da kann man sich auch nochmal drüber informieren. Jedenfalls sind die Kostenfallen, die man im EU-Ausland, also in die man reintappen kann, die sind eher rar geworden. Wir befinden uns zudem auch im letzten Jahr mit den richtigen EU-Roaming-Kosten. Nächstes Jahr wird es dann mindestens eigentlich immer ein kleines EU-Paket mit jedem Vertrag mit dabei geben. Und deswegen ja, muss man sich eigentlich im Urlaub auch weniger Sorgen darum machen, was Telefonie und SMS-Verhalten angeht. Beim Surfen muss man halt gucken, wie viel Volumen man hat. Ein Tipp von mir ist, in den Smartphone-Einstellungen für bestimmte Apps einfach das mobile Internet auszuschalten. Ich sag mal, die Dinge, die man dann wirklich nutzen will, wie vielleicht mal WhatsApp oder andere Messaging-Dienste einzuschalten. Sowas wie Facebook kann man ja mal lassen. Das verbraucht nämlich auch viel Datenvolumen, wenn man da mal reinschaut. Und vor allem Dinge wie Instagram und so weiter verbrauchen dann auch viel Datenvolumen. Mein wertvollster Tipp für euch ist allerdings im Urlaub auch mal eine sehr bekannte Funktion zu nutzen. Und das ist der Flugmodus. Und dann spannt ihr auch einfach mal aus ohne vibrierendes Handy. Tom? Ja? Was machen wir jetzt? Spannen wir jetzt auch mal aus? Ja. Schalten wir jetzt auch mal den Flugmodus an?